kita mau ke Alianza Arena. Gila, men, parah. Keretanya sumpah banget, gak bohong. Lihat banyak kali ini orang. Karena ada dua pertandingan semifinal. Dan kita sebagai pendukung Bayar Munchen di sini. Nanti gue kasih lihat gimana situasi di dalam. Ini satu punya jalan ke stadion. Ini semua orang ke sana. Yes, sudah nyampe di sini. Sekarang mau ngantri masuk. Kayaknya harus makan dulu karena matchnya baru mulai jam 6. Terus kita nonton 2 match. Jadi mungkin sekitar selesai jam 10 malam kali. Oke. Akhirnya nonton Obit Mam. Kasih tiketnya. Gak gratis sih. Und da darf ich Ihnen sagen, dass der Schiedsrichter der Partie, Dr. Felix Brix, sein wird, ihn assistiert den Marco Achtmüller, Christian Dietz und Michael Bacher. Wenn der Batsche ins Verbund wird, wieder den folgenden Namen aufstellen. Mit der Startelf-Innerin im Tor, mit der 35 Harun Tiki. Mit der 3, Hassan Kakri, der Kapitän. Mit der 4, Mauricio Isla. Die 7, Ozan Tufa. Die 8, Mehmet Ekici. Mit der 10, Max Kruse. Die 11, Victor Moses. Die 18, Sadik Sufinan. Die 24, Erwin Rodriguez. Die 25, Reinson. Und die 94, Renan Riki. Der Trainer, Volker Batsche, Erzu Janal. Und die Ersatzspieler sehen Sie hier als Grafik, dazu dann später mit. Und das machen wir so wie sonst immer. Wo sind die Roten hier im Stadion? Wo sind die Fans des FC Bayern München? Oh, was ist denn da in der Luft? Was ist denn da in der Luft?
200 Auszubildende von Audi, die sich viel Mühe gemacht haben. We'll be right back.
Stand FC Bayern München. Fenerbahce. Danke. In der 40. Spielminute. Tor für den FC Bayern München. Tor zu Nummer 29. Jetzt macht er selber. Kingsley. Neuer Spielstand. FC Bayern München. Fenerbahce. Dibantai. Makanya jangan pada bawel. So, das tut sich was. Spieler Wechsel beim FC Bayern München. Ich fasse noch mal kurz. Es geht aus dem Spiel. Unsere Nummer 17, Jerome Boateng. Die 4 mit der Sunde. Mit der 27, der den Alaba. In der 64. Spielminute, hier sehen wir es auch nochmal in der Wiederholung.